Herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. Freut mich, dass ihr zugeschaltet habt. Ja, jetzt habe ich doch das mal oder bin es am Ausprobieren. Ich habe mal ein, zwei Tests gemacht. Ihr dürft jetzt wieder die Farben deutlich kräftiger sehen, so wie ich sie sehe, durchgehend. Ja, ich bin mal gespannt. Ich nehme jetzt mit zwei Programmen auf, nämlich mit denen, die ich euch schon gezeigt habe, also nicht gezeigt, gesagt habe, mit OBS, das Bild und den Minecraft-Ton und die Hintergrundmusik und mit Zoom die Audioqualität. Ich bin mal gespannt, ob ich das dann gut hinkriege, werdet ihr jetzt merken, dass das alles zusammenpasst. Weil manchmal hat man ja dann so Bild und Ton hintereinander, dass die immer mehr auseinanderdriften, was ich doof finde, was immer nervig ist, was, glaube ich, auch nicht fixbar ist oder wie man das sagt. Ja, ich hatte mir überlegt, jetzt bin ich ja wieder alleine. Lang ist her, dass ich mal wieder alleine war. Nein, es war eigentlich nur zwei Folgen, ne? Ja, 100er und 101. Es wird dringend, dass wir diesen Server mal auf die 1.18 bekommen, also ist er schon, aber dass wir das auch sichtbar machen. Da wir diesen Server schon sehr viel ausgelastet haben, also was so das Reisen angeht, also nicht wir jetzt hier, auch natürlich, ja, hier das erste Schild ist weg, warum auch immer, dass wir sozusagen, da hinten sind ganz schön viele Monster. Ja, ich habe zwischendurch, war ich am Festland, da sind wir was am Machen. Werde ich vielleicht mal irgendwann eine Let's Show nochmal zeigen. Oder vielleicht auch hier im Let's Play. Genau. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall wollte ich das hier im Let's Play zeigen. Und ich habe jetzt übrigens keine Rüstung, fällt mir auf. Sollte ich vielleicht welche anziehen? Ich habe ja jetzt eine bekommen, ne? Geile Rüstungen. Plus auch Werkzeuge. Ah, genau. Ich wollte ja eh nochmal. Zack. So. Das werden wir jetzt hier auch bald mal machen. Genau, so. Ich habe jetzt hier eine, aber die hatte ich aus dem Dings genommen. Ja, übrigens hier, die habe ich, eine von den beiden habe ich noch bekommen. Ich glaube, die Reparaturenschutz 3. Ach, ich setze die mal auf. Hier, Heilbarkeitsschutz 4. Reparaturenschutz 3, Heilbarkeit 3. Aber Fluch der Bindung, Fluch des Verschwindens. Dornenschutz 2. Ich setze die auf. Fluch des Verschwindens finde ich nicht so toll. Feuerschutz brauche ich nur im Nether. Explosionsschutz hier. Schutz, Fluch des Verschwindens. Wenn das rote nicht wäre, würde ich die jetzt hier nehmen. Rüstung 3. Aber da wir zweimal Fluch des Verschwindens haben, durch den hier und einmal Fluch der Bindung, glaube ich, würde Fluch des Verschwindens überwinden, also überleben, ne? Also, wie sagt man, dominieren. Ich nehme den. So. Zack, zack. Zack, zack. So. Übrigens, genau, ich habe ein neues Ressourcenpaket aktualisiert. Das hier habe ich, ja, ist inkompatibel, aber ist auch eine ältere Version, finde ich jetzt nicht so schön. Deswegen, das kennt ihr schon, aber es ist aktualisiert. 64er und 1.18. Ich zeige es euch mal kurz, aber ich finde das, also beide haben Vorteile, die wir jetzt immer nutzen. Das, was ich jetzt eingestellt habe, es ist einfach heller. Entschuldigung, und farbenfroher. Heller, farbenfroher und so. Aber Dorfbewohner zum Beispiel sehen aus wie
Gnome oder sowas, eine Art Elfen, Kobolde, irgendwie sowas. Und hier die Wolle sieht cool aus, aber ich finde, das andere ist halt realistischer. Und hier, das sieht extrem zu dunkel aus, finde ich. Man sieht die Textur kaum noch. Ja, es ist halt, ja, der Chris nutzt das ja, aber ja, jedem das eine. Hat alles Vor- und Nachteile, gleich viel. Genau, haben wir hier noch irgendwas? Vielleicht mal effizient, das macht eigentlich Sinn, jetzt am meisten. Gerade jetzt, was wir jetzt heute vorhaben. Schwert hatte ich ja, Schärfe 4 und Schwungkraft 3. Ah nee, das habe ich mir genommen, ne? Ich hatte ja nur... Das hier hatte ich, Schärfe 5 hatte ich vorher alleine. Das habe ich genau, Schärfe 4 und Schwungkraft 3. Dann kann ich schneller schwingen, glaube ich. Und Eisenschaufel, genau, Glück 3, das wollte ich mir mal jetzt nutzen. Effizient, ja. Gucken, jetzt sieht auch die Rüstung anders aus. So, sonst noch irgendwas hier schnell nutzen. Das heißt schnell. Ich würde gerne mal noch mal wissen. Hier waren wir jetzt nicht. So. Wie das mit Netherite-Sachen ist. Das wollte ich ja von den beiden noch mal erfahren. Ja, genau. Aber okay, was wir jetzt vorhaben, haben. Genau, ich hatte euch, wollte ich euch erzählen, geht's hier? Ah, hier ist ein, so genau, die Treppen hier wollte ich nochmal ändern, aber erst dann, wenn wir das gefarmt haben, was wir heute farmen wollen, oder ich zumindest, wenn wir da angekommen sind. Das hatte ich euch nämlich nicht bewusst gezeigt. Hier, diesen Tunnel habe ich schon angefangen, er geht noch nicht weit, aber ja, genau, es soll ja ein größerer Bahnhof sein, und bei mir war jetzt die Überlegung, und jetzt habe ich auch eine Idee, genau, aber ich wollte mal, mir fällt noch was ein, warum ich diese Schaufel jetzt in der Hand habe. Da habe ich direkt wieder als Drachenmorin echt Vergessenheit, so schnell. Und zwar war ich hier irgendwo. Das ist Kies. Habe ich das verdeckt? Da. Glück, ne? Effizient 4. So, voll machen, genau. So. Ah! Das ist selber zerstört. Verdammt. Ja, ich hoffe, ihr hört doch die Musik, müsstet ihr hören eigentlich. Da hört es ja auf, ne? Da. Sehr hoch, schon 44. Krass. Tummtummen. Weil das sind Kartoffeln. Habe ich? Nee, habe ich jetzt gerade nicht. Ja. Ich wollte das irgendwann mal, also alles unterirdisch machen. Da der Chris, ich weiß nicht, ob ich es in der Aufnahme gesagt habe, dass wir irgendwann mal auf dem Festland eine Mühle machen wollen, kommt das Weizen wahrscheinlich dahin dann. Ich wollte dann hier, wenn wir irgendwann hier einen Handel anfangen, ich schaue, kommt da hin. Genau, so. So, viel besser. Bin ich überlegen, was ich denn handeln könnte. Und da ich hier ja halt sehr viel ja, am Wasser bin, sage ich mal. Ah! So. Könnte ich sagen, ja, okay, ich handle mit Unterwassergegenständen, sage ich jetzt mal. Tränken zum Beispiel und halt dann letztendlich auch kommen wir schnell. Tiefenschiefer. Und das ist der Hauptgrund, also der Hauptgrund, die Hauptarbeit heute von dieser Folge. Ich möchte Tiefenschiefer farmen. Genau. Und weil ich das eigentlich cool finde. Na, komm hoch. Komm hoch. Ach so. Ja, ich habe das hier, wollte ich euch zeigen, nicht, dass ihr euch wundert.
Steuerung. Automatisch springen aus, schleichen, umschalt. Das heißt, ich drücke eine Taste und lasse sie wieder los und schleiche trotzdem weiter. Hat Vorteile. Ich brauche bis jetzt noch mich daran zu gewöhnen. Das ist nicht einfach. Genau. Auch Sprinten umschalt habe ich auch, so dass ich brauche nur einmal drücken, wenn ich aufhöre zu gehen und wieder weitergehe, sprinte ich sofort weiter. Klar, verbraucht es mehr Hungerbalken, aber das, ja, manchmal, wenn ich jetzt hier so schwimme, wenn ich auf Wasser gehe, weiß nicht, ob ihr das seht, mit der Bildschirm und so, das ist echt, das kann nervig sein. Wenn ich jetzt die Umschalttaste wegmache, merkt ihr den Unterschied? Das ist ganz anders. Also viel entspannter. Aber wenn ich halt gehe, dann bringt es halt schon was. Gut, da habe ich jetzt schon mal, ja, 60 Tonklumpen ist jetzt nicht so viel, aber schon mal eine Sache, die ich hier so, wenn ich noch mehr finde, dann umso besser. Gut, das brauche ich ja dann hier erstmal nicht. So, genau, das heißt, damit hat die eigentlich auch Reparatur. Reparatur hat keine Effizienz, ja, ist eigentlich ja gut. Die hat jetzt aber kein Glück. Ne? Wir hatten, glaube ich, noch eine mit Glück. Bin mir gerade nicht sicher. Hatten wir? Doch, wir hatten noch eine mit Glück. Dann können wir den Goldklumpen da nämlich auch weghauen. Ich glaube, als nächstes werde ich dann auch hier den Aufgang nochmal neu machen. Den hier meine ich. So. Hatten wir hier nicht noch eine mit ne? Behutsamkeit. Einfachheit. Wir hier eine mit Glück. Nein, das war jetzt nur. Hier hat es Behutsamkeit, Unendlichkeit, Durchschnittseffizienz und Glück 3. Ja, aber hupsene. Ich glaube, ich hatte hier eine. Da hätte ich aber gerne noch Haltbarkeit drauf. Effizienz 4. Da könnte ich Glück drauf machen. Haltbarkeit. Behutsamkeit. Ja, da wollte ich dann, ja, dann. Und jetzt habe ich ja eine mit Glück. Das heißt, die kann hier weg eigentlich. Okay. Was hatte ich da? Schutz und Wasseraffinität. Diamanthelm sogar. Wasseraffinität heißt, ich kann im Wasser schneller abbauen, ne? Glaube ich. Und Schutz 2. Ist eigentlich auch cool. Was habe ich jetzt hier? Explosionsschutz 4. Ah, ich bin ja jetzt erstmal nicht unter Wasser. Na? Stärke 4. Ich hätte gerne Stärke 5. Ey, das war so nice. Und Stärke der Bogen, den wir vorher hatten. Ne? Stärke 5. Haltbarkeit 3 und unendlich. Ey, so geil. Also hatte ich jetzt kein Glück, ne? Mann, ey, es ist abends und ich hatte heute einen anstrengenden Tag. Verzeiht mir bitte. Genau. Ja, ich brauche, vielleicht ändere ich auch mal die Musik nochmal, muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, ob ihr das dann, ach nee, ich kann das ja auch schneiden in der Aufnahme. Ich habe zwar nicht Bildschirm, Übertragung, aber ich weiß nicht, ob man das dann trotzdem sieht, wenn ich jetzt aus Minecraft rausgehe. Das ist eine gerade etwas zu ruhige Musik. Oh, hier geht es gar nicht weiter. Wollte ich das nicht mal machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich wollte das eigentlich links-rechts machen, links-rechts ungefähr. Okay. Genau. Bahnhof. Das ist ja ziemlich groß geworden. Ich habe mir gedacht, also damals schon, bevor das mit der 1.18 kam. Hier geht es ja dann zu dem Quiz. Unter Wasser und so. Wir sind da jetzt schon unter Wasser. Also ab da fängt Wasser an. An der, glaube ich, tiefsten Stelle. Und ja, genau. Deswegen war ich überlegen. Hier geht es ja auch irgendwo hin. Da wollte ich eventuell zu den Bienen.
Vielleicht, da geht es ja, glaube ich, zu Wien. Dass wir hier dann noch mal eine größere Wendeltreppe, so eine Art, mit Stufen, nicht mit Treppen, machen. Also zwei breit, wo man dann zu Fuß längs kann oder auch mit dem Pferd. Müsste ich so machen, ja, hatte ich Lust zu. Und dann noch mal außenrum mit Schienen runter, wo ich dann die Schienen auch machen werde. Also nur eine Spur, um halt Tiefenschiefer zu farmen. Genau. Ja, es ist nur die Überlegung, wo. Ja, jetzt sind sie in Wien. Da längs geht es dann nur zum Dorf, so ungefähr unter Wasser. Da längs geht es ja dann zu dem Unterwassertempel. Da würde ich vielleicht dann auch irgendwann noch mal unter Wasser einen Bahnhof machen, um da dann das alles abzubauen, immer wenn ich den großen Wächter da besiegt habe. Was ja mit den beiden da, mit deren Hilfe, dem Franz und dem Milo, ich hatte den falsch genannt, nicht Milo, sondern Milo, hört sich auch viel besser an, finde ich. Also ich würde den gerne alleine machen, aber indirekt mit deren Hilfe, also mit deren, was zum Beispiel Netherite angeht, ne? Hatten die ja, glaube ich, auch gesagt, Netherite-Schwert, dann noch hier Schärfe 5 zum Beispiel, ne? Und dann auch Schärfe 5 Schwungkraft, weiß nicht, ob das nochmal viel bringt. Naja, gut. Ich nehme jetzt auch schon wieder lange auf, ne? Boah. Ja, gut. Überlegen, hier ist irgendwo ein Dings. Kann man hier nicht... Ah ja. Warte mal, da hinten ist er. Irgendwo ging es doch hier noch tiefer, ne? Da. Hier geht's. Ja, genau, da waren wir ja mal in einer... Oh, hab ich mich erschrocken, ey. Alter. Wo ging es jetzt tiefer? Wo ging es doch zu dieser einen Höhle? War das hier? Nee. Da ging es runter. Da links ging es, genau. Mehr Magikram, ne? Wie ging es da nochmal tiefer? Bin ich gerade überlegen. Hier war die eine Höhle. Wo war, was hatten wir hier noch gefunden? Was hatten wir hier gefunden? Hier war nix. War es da, ne? Ich erinnere mich gerade nicht mehr so. Und dann da vorne links rum, oder? Nee, rechts rum. Und dann links. War hier Wasser, genau. Hatten wir hier eine Schlucht, ne? Irgendwie. Aber ich erinnere mich nicht mehr so richtig. Hier. Hat man da nochmal, da oben ist Eisen, ne? Ich kann gerade nicht zoomen. Da. Ja, Atmung brauche ich hier, genau. Hier hatte ich nicht hier irgendwas abgebaut mal. War lange her, ey. Ich muss mal wieder öfter aufnehmen. Habe ich jetzt mir übrigens auch vorgenommen, aber vornehmen bringt nichts, wenn man es nicht umsetzt, ne? Genau. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das hier tiefer ist, aber hier ist ein Runtergang zu machen, wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte es direkt vom Bahnhof. Deswegen gehe ich da auch jetzt zurück. Ja. Auch wenn das hier schon tiefer ist, aber ja. So, schnell wieder zurück. Wir haben auch kaum noch Essen, noch 6. Dann seht ihr, und am Level seht ihr auch, dass ich zwischendurch was gemacht habe. Nicht viel. Nee, hier war ich nicht falsch. Hier bin ich auch falsch. Hier, warte. Ja, genau, hier zurück. Genau. So, hier hoch. Und dann sind wir gleich beim Bahnhof. Ja. So. Ja, mein Gefühl sagt mir eigentlich hier links. Direkt hier so. Und dann so im Kreis langsam runter. Langsam stehen, aber groß halt, ne? Oder hier. Nee.